Yo Leute, was geht ab? Mucke am Start. Es ist wieder CSGO-Time, es ist wieder Overwatch-Time und heute ist Freitag, der 13. Wie soll man eigentlich hier nicht... Müssen nicht unten... Ah, da ist es angeblendet. Der Suspect, unsere Person, die wir lieben, die wir so sehr schätzen, die wir so sehr auch hassen, weil sie eigentlich immer anhat. Sie hat eigentlich nicht immer an, aber sehr oft an. Ist auf das 2. Mal gucken. Movement hat er schon mal ein bisschen... Scheint sich doch sehr sicher zu sein, wo die Gegner stehen. Ja, aber sehr sicher scheint er sich zu sein, wo die Gegner stehen. Will sich nicht blocken lassen. Ja, der hat jetzt... Der hat, Leute, es ist Freitag, der 13. Was sagt man dazu eigentlich? Sagt man... Yo, fröhlichen Freitag, den 13. Oder viel Glück, viel Pech. Den Tod wünscht man natürlich nicht, aber was sagt man denn da? Ich muss sagen, ich habe am Freitag im 13., obwohl man ja eigentlich Pech haben sollte, habe ich bisher Glück gehabt. Ich habe halt knapp 1000 Dollar beim Gambeln gewonnen. Heute Morgen, kurz vorm Schlafen gehen, dachte ich so, setze nochmal was. Butz, Knife gesetzt, Butz gewinnt zwei hintereinander 500. Nicht schlecht. Waren jetzt nicht die Über-Items bei. Ich glaube, Battle Scared im neuen Bayonetten, ein paar kleine Knives. Aber ist, ne, ich meine, die Summe macht's und 1000 Dollar, holy shit, was man mit 1000 Dollar machen kann, ist schon eine Menge. Ja, der weiß sofort, wo der Gegner ist, easy. Ich weiß nicht, ob der angesagt war, kann sein, dass er angesagt war, aber die anderen waren, glaube ich, nicht angesagt und der guckt wirklich nur auf die Spots. Obwohl wir nur eine Runde zugesehen haben, hat er bisher nur auf die Spots geschaut, wo auch die Gegner waren. Mit AWP, obwohl der AWP spielt, Smoke der Mitte ist auch sehr merkwürdig. Double Flash, mal gucken. Geht durchs Feuer. Wollte den Kill haben, hat ihn nicht bekommen. Also normalerweise gehst du auch nicht durchs Feuer, wenn du nicht weißt, was dein Gegner ist. Oder du pushst halt komplett raus. Der wollte aber den Kill haben. Also Aimer schlage ich schon mal ab, dass er keinen Aimer hat. Mal gucken, wie es mit Wallhack aussieht. Bisher bin ich ja stark Pro-Wallhack. Eigentlich muss man so eine Strichliste machen. Pro-Wallhack und Pro-Aim. Ja, Leute, Mann. Was geht bei euch? Was geht bei euch? Heute ist Freitag, der 13. Wir werden heute wieder streamen. Nachher, beziehungsweise gleich, ist ja schon wieder 18 Uhr, ist gleich. Ganzes Wochenende werden wir streamen. Heute CSGO. Samstag werden wir DayZ streamen. Sowohl bei uns, auch wahrscheinlich sogar bei World of Nerds, wir auch dort DayZ streamen. Für die Leute, die DayZ vermissen. Es gibt natürlich schon Best of, wenn was Cooles passiert. Ihr müsst euch vorstellen, ja, der hat Wallhack an. Der letzte Schuss war wieder der Beweis, dass wir wussten, wo der war. Wallhack ist an, Aimer nicht. Den hat er zwar gehört, aber... Dann hat er auch einen Aimer an. Dann hat er aber einen sehr schlechten Aimer an. Ne, der hat nur Wallhack an. Ich vermute, ist irgendwie so ein... Möchte... Ich weiß nicht, das Rating ist zurzeit eh kaputt. Ist, denke ich mal, ein AK-Spieler mit einem Wallhack, der irgendwo auf DMG oder LEM oder so rumgemüllt. Zurzeit ist wirklich bei mir CSGO so eine Sache, da stellt er, glaube ich, den Aimer ein. Da stellt er, glaube ich, gerade den Aimer ein. Bei mir ist zurzeit CSGO so eine Sache, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe mich mit Club Mate letztens drüber unterhalten und zwar, für mich war mal CSGO so ein Game, man setzt sich ein Ziel, man will Global Elite werden, man will einfach der Beste werden, was heißt der Beste, nicht der Beste, aber man will den höchsten Rang haben. Man kann sich ein Ziel setzen und das auch verwirklichen. Wir waren damals, keine Ahnung, vor der Bunwave waren wir, was weiß ich nicht, war glaube ich LE, Supreme war ich vor der Bunwave, was eigentlich schon überdurchschnittlich stark war. Da sieht man eigentlich, wie low der Junge ist, ne? Aber. Er hat, ich glaube nicht, dass er einen Aimer anhat, der hat nur Wallhack an. Ey, Digga, da war eine Tür. Ich weiß nicht, ob du durch die Tür den... Der hat den durch die Tür abgeschossen, ne? Und schon wieder. Headshot durch die Tür. Juckt den einfach nicht. Naja, ich glaube, da wird auch selbst Perry mir zustimmen, dass der anhat. Der Perry ist ja so jemand, der kann den Zimmer hintereinander durch eine Wand Headshot geben. Perry sagt immer auch, der ist so absolut clean. So, aber zurück zum Thema CSGO. Für mich war CSGO immer so ein Spiel, du setzt dir ein Ziel, Global Elite zu werden. Das heißt, so, in deinem Freundeskreis bist du der Geilste, so. Du hast den größten Penis, ja? Damals, wer war bei mir in der Liste Global Elite? Ich glaube, keiner war Global Elite, oder? Wenn ich überlege, vielleicht Syrinx? Syrinx war, glaube ich, der einzige Global Elite, sonst keine. Auch Biber und so waren nicht Global Elite, die waren damals LE, LEM oder sowas. Und ich glaube,
dadurch, durch diese Bannwave, die gekommen ist, wurden die ganzen Cheater weggebannt. Und jetzt, ich weiß nicht, ob es eBay-Account ist, aber es ist einfach so, auf Global spielen Leute. Ich meine, okay, ich bin nicht der beste Spieler. Ich verdiene vielleicht Global nicht, ja? Aber was ich sehe, was auf Global rumläuft, das ist für mich, damals lief sowas auf Silber rum. Damals lief sowas auf Silber rum. Das macht mir, also ich bin ja jetzt Global, ich kann nicht weiter upranken. Und dadurch hat mir das eigentlich den Spaß ein bisschen verdorben, so am Matchmaking. Damals habe ich wirklich am Tag 4, 5, 6, 7, 10 Matchmaking gezockt. Jetzt ist es so, ich zocke zwei Stück und dann ist so, ja, okay, so, ne? Du bist Global, was willst du noch werden? So höher als Global kannst du nicht werden. Ich hoffe, dass das eigentlich zum nächsten Jahr hin irgendwie die Ranks resettet werden oder so. Oder das ganze System mal ein bisschen gefixt wird, dass es einfach wieder mehr Spaß macht. Wäre auch mal eine Idee zum Beispiel, wenn die Ranks resetten würden und würden dann eine Medaille machen, zum Beispiel Global 2015 oder so, ne? Eine Medaille. Wird jeder natürlich damit angehen, obwohl jeder eh weiß, dass es gecheatet ist. So wie der Junge, der wird sich wahrscheinlich auch Global ercheaten noch dieses Jahr. Aber Hauptsache, dass eine neue Saison anfängt und dass es wieder Spaß macht, dass man sich ein Ziel setzen kann und dass nicht jeder random, ich habe mal geguckt, also ne, ich gucke mal den Leuten zu, mit denen ich spiele, den muss man ja pflichtmaßen oder ja, den muss man einfach zugucken, wenn man stirbt, man hat ja keine Wahl. Oder wenn man mal andere Streamer sieht, die Global sind, Alter, da denkst du dir, Junge, wenn die Global sind, dann muss ich ja Master Liga 1 sein oder so, dann muss ich ja ein Pro-Gamer sein und bei Fnatic spielen. Naja. Oh, schön, schön, schön gemacht. Hat trotzdem Wallhack an. Inzwischen trifft er auch, aber das ist kein Aimer. Also der hat, glaube ich, wirklich einen Wallhack und aimt ein bisschen mit der Maus. Ist dann nicht schwer mit der AWP, den einen Klick hinzusetzen. Short sieht er kommen. Und selbst da verkackt er. Naja. Manche Leute schaffen selbst mit Wallhack nicht. Die brauchen noch mehr. Aber der, komischerweise snipt er nicht in der Mitte. Normalerweise, wenn du eine Ava hast, machst du doch den Mitte-Fight und versuchst einen von B zu picken. Juckt ihn einfach nicht. Ja, das ist alles, was mich zurzeit so in CSGO stört. Eigentlich ist CSGO immer noch das Top-Game Nummer 1. Jetzt ist ja auch Fallout erschienen. Es ist Black Ops erschienen, das Black Ops 3. Ich habe beides nicht gespielt. Ich muss aber sagen, ich bin absolut kein Fallout-Fan. Ich weiß auch nicht, wieso das so gehypt wird. Es ist ein geiles Singleplayer-Game. Wahrscheinlich. Ich bin kein Freund von Singleplayer-Games. Das weiß man ja schon bereits. Hätte es einen Multiplayer-Modus, wie Borderlands zum Beispiel, dass man das so viel zocken kann, das ist ja so ähnlich aufgebaut, dann wäre das mega geil gewesen. Dann würde ich das auf jeden Fall suchten. Aber alleine, ich weiß nicht, ich finde alleine Spiele spielen ist low. Macht man nicht. Oder mache ich zumindest nicht. Obwohl, ich muss sagen, die Map, die interessiert mich schon sehr stark. Oh, Full Flash. Man kann mal Full Flash einen töten mit einer 100, wie viel, 90 Grad Drehung. Habe ich auch schon mal gemacht, ja. Ne, aber ich muss sagen, Fallout. Ich habe mir mal einen Kollege, also ich habe mir mal Streams angeguckt, die finde ich alle langweilig. Aber ich habe mal einen Kollegen streamen lassen, der spielt ein bisschen besser so als die meisten Leute. Und der macht den schwersten Überlebensmodus und ich weiß nicht, wie das alles da heißt. Ich habe mir mal die Map angeguckt, die Overworld-Map, Alter. Die sieht ja mal richtig geil aus und ja. Stellt euch mal jetzt vor, Daisy Standalone hätte so eine geile Map. Wie geil wäre das bitte? Das wäre ja mal übertrieben geil. Das wäre, ich glaube, dann wird jeder die Standalone zocken. Und Black Ops, ich weiß nicht, 60 Euro, alle sagen, er soll sau gut sein, aber für 60 Euro sehe ich jetzt nicht ein, ein Spiel zu kaufen. Ich habe mir die letzten Call of Duty Teile alle geholt. Ihr könnt das in meinem, ich glaube auf meinem Steam Profil sehen. Ich habe jedes CSGO, nee, nicht jedes CSGO, jedes Call of Duty Game und ich habe da vielleicht 10, 20 Spielstunden. Dafür zahle ich keine 60 Euro, ja, da kann ich, man muss ja immerhin noch das Geld wertschätzen. 60 Euro, damit kann man eine Menge andere Sachen machen. Deswegen bleibt für mich weiterhin nur CSGO, DayZ, was spiele ich denn noch? CSGO, DayZ im Vordergrund, bisschen Dota habe ich wieder angefangen, LOL, kam ja jetzt die Season Reset, Wallhack hatte der an, sonst hatte der nichts an. Leute, wir verabschieden uns mit dem Cheater, haut rein, wir sehen uns nachher im Stream oder beim nächsten Video. Peace and out, Leute.